Hallo, liebe PC Games Hardware Leser, der selbsternannte Tastaturpapst heute hier. Und zwar heute mal mit einem Praxistest aus dem Tonlabor. Was machen wir heute hier? Und zwar geht es hier um. Hier haben wir nämlich das Shure MX Board 5.0. Das ist der direkte Nachfolger des Shure MX Board 6.0. Das ist hier. Dieses Gerät wurde uns ja schon auf der Gamescom gezeigt. Ich habe ja damals sofort mal nachgefragt, wie sieht es denn aus mit der Lautheit des Ganzen, weil Shure verbaut hier nämlich die Shure MX Silent Schalter. Die sollen nachgedämpft worden sein, weil wir hatten damals auch die RGB-Modelle da in der Corsair K70 und da war von Ruhe nicht viel zu hören. Ganz im Gegenteil, hatten wir ein Ping-Geräusch gerade auf der unteren Reihe der Tastatur, also unteren Tastenreihe, haben vermutet, es lag an der Platine. Shure hat uns aber da auch in dem Video, das könnt ihr dann auch sehen, gesagt, dass die nachgedämpft wurden, dass das bekannt war. Gut, kurzum, es soll jetzt alles ruhiger sein. Wir haben jetzt das Shure MX Board 5.0 hier im Labor. Das ist auch neu. Und wir wollen uns jetzt aber nur nicht jetzt über die anderen Vorzüge, wie zum Beispiel diese Handballenablage oder so, das könnt ihr dann nämlich im Test nachlesen. Wir wollen uns jetzt mal kümmern um die Lautheit der Schalter. So, wie schon gesagt, damit wir einen direkten Vergleich haben, Shure MX Red, ganz normale MX Red, halt eben mit Diode oben drin, das ist die ganz normale Konstruktion, bei den RGBs ist es anders. Die haben wir hier im MX, also im MX Board 6.0. Die sind nicht gedämpft, sind auch nicht silent. Demgegenüber hier natürlich die neue abgedämpfte Variante, die MX Silent Red. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt tippen wir einfach mal auf den Tasten. Und ich bin mir sicher, da wird ein Unterschied hörbar sein, auch ohne großes Messequipment, wie zum Beispiel das Zone-Messgerät. Dann fange ich jetzt mal mit den ungedämpften, also mit den normalen MX Silent Red an. Ich gehe hier einfach mal an der unteren Tastenreihe lang und dann hören wir mal, was passiert. Jetzt wechseln wir direkt mal zu den gedämmten MX Silent. Ich finde, das hört man deutlich. Ich nehme vielleicht mal nochmal die Leertaste im direkten Vergleich, weil die Leertaste ist immer eine Taste, die mit am lautesten ist. Also hier die. Da die gedämpften. Nochmal eine Einzeltaste, zum Beispiel hier die Steuerung. Und wer jetzt meint, der Tastaturpapst hätte gefuscht und würde einfach kräftiger oder weniger kräftig drücken. Nein, 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 ich versuche eine exakt gleiche Druckkraft zu machen und wir haben auch schon das Ergebnis. Also Shure hat nicht irgendwie uns was versprochen, was nicht stimmt. Die Schalter sind wirklich gut gedämpft. Wir können jetzt auch mal nochmal den direkten Schaltervergleich machen. Nämlich hier die ungedämpften. Dann wieder die gedämpften. Ich glaube, auch da sollte schon was hörbar sein. Ich zumindest höre es und muss sagen, gut gemacht, Shure. Jetzt ist es wirklich leise. Vor allen Dingen, jetzt kommt das Ding bei mir auf den Schreibtisch, dann kann ich wenigstens tippen, ohne dass die Leute genervt sind. Soweit, so gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, jetzt bin ich es doch nochmal. Ich habe hier noch einen Nachschlag. Wir haben uns nämlich überlegt, es könnte ja sein, dass jemand einwendet, dass das Mikrofon vielleicht bei den Tests, die ich eben gemacht habe, nicht genau den richtigen Abstand hatte. Dem haben wir jetzt vorgebeugt. Wir haben jetzt das Mikro so platziert, dass es von der Leertaste zu jeder Seite denselben Abstand hat. Ich habe hier sogar beide Hände frei und jetzt können wir das nämlich im Wechsel machen. Das heißt, ich mache papp, 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 wie beim Tischtennis und gucken, ob man das jetzt auch noch hört. Ich bin mir sicher, ja. So, einmal hier, einmal da, sogar mit demselben Finger. Wie beim Tischtennis. Der Satz ist zu Ende oder zumindest einer hat den Punkt gemacht. Also was zu sagen, was ich sagen möchte, will, man hört es. Wir machen es jetzt nochmal mit einer einzelnen Taste, weil die Leertaste ist natürlich immer extrem, weil die so lang ist. Also nehmen wir auch nochmal hier die Steuerungstaste, die wir eben schon hatten. Dasselbe Spiel nochmal.
Ich glaube, auch das ist eindeutig. Wie gesagt, ich habe wieder versucht, dieselbe Druckkraft anzuwenden. Ich bin nur ein Mensch, keine Maschine. Aber ich glaube, das Ergebnis ist auch hier mit genormten Werten, mit genormtem Mikroabstand dasselbe.